Wunderschönen Tag, Leute. Für uns ging es heute 80 Kilometer, 2,5 Stunden weiter durch richtig geile Landschaften. Wir haben Vulkanausbrechen gesehen. Ja, und da, wo wir jetzt sind, ist es auf jeden Fall richtig trocken. Auf dem Weg hat man auch ein paar Feldbrände gesehen. Und das ist der Ort, an dem ich eigentlich schon vor 3,5 Monaten sein wollte. Wow, ich bin begeistert. Schaut's euch an. Hier ist nichts außer das Meer. Gar nichts. Und die Wellen. Schaut euch die Wellen an. Perfekt zum Surfen. Jetzt ist aber leider viel zu heiß. Man muss bis früh, also früh surfen oder abends, weil die Sonne brettert so hart hier. Und es ist einfach wunderschön. Hier ist weit und breit nichts. Schaut's euch an. Leere Strände, nur ein paar Leute hier. Hier gibt es auch nur 3-4 Hotels, 2 Restaurants und mehr nicht. Hammer, einfach komplett leer. Und der Sand hier, schaut ihn euch an, komplett schwarz, Vulkansand. Ja, nice. Wow, Leute, der Sand hier ist so heiß und ist einfach Hammer. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Die Wellen, die brechen perfekt. Richtig gut zum Surfen. Meterlange, ungebrochene Wellen. Alle paar Sekunden. Wow. So froh, dass wir hier angekommen sind. Und wir gehen. Wir haben jetzt 2 Nächte gebucht gehabt. Und jetzt gehen wir gerade zurück zum Hostel. Und versuchen einen guten Preis aus. Nicht zum Hostel, wir haben ein Privatzimmer. Kostet 25 Euro die Nacht gerade. Und wir probieren jetzt einen guten Deal zu machen für 2 Wochen. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Gute Nachrichten, ich habe den Deal bekommen von 25 Euro, ob ich es ab 16 Euro die Nacht runtergehandelt. Und so schaut jetzt unser neues Zuhause für die nächsten 2 Wochen aus. Richtig chillig. Und nicht mal 50 Meter in die Richtung ist das Meer. Hammer, jetzt leihe ich mir noch ein Surfboard für 2 Wochen aus und dann habe ich das durchgehend, dann kann ich immer früh Sonnenaufgang und abends Sonnenuntergang surfen. Das wird richtig, richtig geil, weil in 2 Wochen kann ich dann richtig gut lernen. Boah, ich war heute noch ein Surfboard testen, war leider viel zu kurz für mich, hat gar nicht geklappt. Ja, und jetzt ist schon wieder Abend und jetzt gibt es endlich was zu essen. Ich habe hier richtig geile Nudeln mit Gemüse und die Jessie hat Chicken Tikka Masala. Schaut mega gut aus. Lass dir schmecken. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Eieiei. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Mittlerweile der nächste Morgen und ich war gerade eine Stunde wieder an Bordprobe surfen und diesmal habe ich das perfekte Board für mich gefunden. Kostet 120 Euro und gebraucht es halt. Wir haben es noch 2 Stunden geschliffen heute früh und alles wieder picobello gemacht. Ja, wir gehen jetzt was essen, solange richtet er das Board noch fertig her und in 2 Stunden kann ich es abholen. Dann habe ich mein erstes eigenes Surfboard. Nice. Wow, aber erstmal gibt's Frühstück, Scrambled Eggs, Bohnen, Plantain, Tomato Sauce, guten Feta und schaut mal Jessie ihr Frühstück an. Schaut richtig, richtig schön aus. Das ist eine Waffel mit ganz viel Obst, Haferflocken, Joghurt, nice. Schaut mal, was da noch dazugehört. So eine Schüssel voll mit Obst und richtig viel Brot. Wow, und das hier ist ein Frühstück. Kostet 5 Euro und Jessie ist 4 Euro. Da kann man nicht meckern, gell? So, jetzt geht's endlich mein Board abholen. Ich bin schon so aufgeregt. Hoffentlich ist es fertig. Chicken? Wow. Never saw something like this. It's like a dog. Yeah. This board is nice. What do you think how old it is? This one. It's very old. It's it's old. Yeah, it looks very old. Nice. Por la mitad. Entonces, yes. Thank you.
So, natürlich bin ich gekommen und es war absolut gar nichts gemacht. Also war ich jetzt nochmal 2 Stunden im Shop und wir haben hier ein neues Grip drauf gemacht und neue Flossen. Und jetzt ist komplett fertig. Mein erstes eigenes Board. Schaut richtig geil aus. Bin schon, ja, ich bin es ja heute früh gesurft, also weiß ich, wie es ist. Aber ich bin schon mega gespannt, die nächsten 2 Wochen einfach durchzusurfen und schauen, wie gut man dann in 2 Wochen ist.